Hallo Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Pokémon Feuerrot-Part hier in Azuria City. Ja, die Stadt mit der zweiten Arena habe ich im letzten Part erreicht. Und dann habe ich noch völlig überraschend ein drittes Mal schon gegen Gary gekämpft, weil der ist dort oben von der Brücke gekommen, ja. Ich habe zwar eigentlich geglaubt, dass er erst ankommt, wenn ich wirklich die Brücke betrete, aber ich bin hier irgendwie so gestanden und dann ist er schon auf mich zugelaufen, aber ich habe es ihm so ordentlich gezeigt. Ich habe ihn jetzt schon dreimal besiegt, also der muss eigentlich total sauer auf mich sein, aber das ist mir sowas von egal. Ja, Pokémon-mäßig sieht es dabei wie folgt aus. Ein Bisaknusswurf auf Level 20, Topsy Level 16, Radfatz Level 6, Robby Level 4, Paras Level 8 und Kleinstein Level 9. Ja, zumindest Robby sollte vielleicht auch mal kämpfen. Am besten tausche ich jetzt mal hier so, dass Robby ganz vorne ist, auch wenn es nur auf Level 4 ist. Aber wenn ich jetzt hier gegen die stärkeren Trainer kämpfe, dann, ja, müsste eigentlich ordentlich Erfahrung sammeln können. Weil hier auf dieser Brücke sind ziemlich viele Trainer, die man nacheinander besiegen muss. Das ist nämlich die Nugget-Brücke. So, Route 24. Das hier ist die Nugget-Brücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Na klar. Worauf du ihn lassen kannst. Käfersammler Balduin. Oh, Robby gegen Robby. Ist das dumm? Das wird dir nicht viel bringen. Aber mir irgendwie auch nicht, so blöd. Tausch mal aus auf Taubsi. Teilen die sich wenigstens die Erfahrungspunkte. Fadenschuss. Gemeinheit. Na warte. Windstoß. Und zack. Das ist sehr effektiv, ich weiß. So, Hornlieb. Und Windstoß. Die mache ich alle mit der gleichen Attacke fertig. Seht ihr? Ein Volltreffer! One-Hit-K.O. So meine ich das. Safcon. Er kann ja nur Härtner. Und Windstoß. Wir machen immer so weiter. Denn er hat keine Chance. So, jetzt auch noch Kokuna. Jetzt habe ich aber Angst. So, wenn ich das noch platt gemacht habe, dann steigt Topsy wieder ein Level auf. Und tschüss, Mann. Aha. Yeah! Topsy reicht Level 17! Wow, du bist gut! Ich weiß. Gut, dann... Naja, jetzt mit Raupis... Irgendwie ist es ja blöd mit Raupi. Aber seht ihr, das braucht nur mehr 6 Erfahrungspunkte und dann steckt schon ein Level auf. Also ich lasse es lieber mal als erstes und kann es ja dann immer wieder zurücktauschen. So. Ich bin Nummer 2, nun wird es ernst. Oh mein Gott, nun wird es ernst. Soll ich mich davor fürchten? Göre Doris. Oh na super, Topsy. Egg on. Das ist doch gemein. So, gleich wieder austauschen. Es kriegt ja trotzdem Erfahrungspunkte, weil es ja am Kampf teilgenommen hat. Und Topsy gegen Topsy würde mich mal interessieren. Meins ist ja stärker. Vor allem meines ist männlich. Das ist ein Windstoß. Das ist ein echter Windstoß! Hä? Kannst du mal sehen. Oh, wie süß, Tackle. So, hier, Ruckzucki. In your face. Und tschüss. So, Raupe reicht Level 5. Mirapla. Hey, komm, lassen wir es doch einfach dabei. Topsy muss einfach noch stärker werden. Das soll sich endlich mal entwickeln. So, Windstoß. Was zum? Das hat es überlebt? Der Absorber, ey. Der Pflanzenattacke gegen einen Flug-Pokémon einzusetzen ist so dämlich. Ja. Na warte. Ruckzuck-Hieb. Ja, so schnell kannst du gar nicht gucken, bis du besiegt. So, und Knofenther. Was willst du denn bitte mit einem Knofenther?
Knofenza, Knofenza! Ja, hier, Knofenza, Windstoff! Und tschüss. Das war doch einfach. So. Wie konnte ich verlieren? Du bist einfach viel zu schlecht. Ich bin einfach zu gut. Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Das wollen wir doch mal sehen. Teenager Frieda. Was, Frieda? So, Frieder. Wohin sondern? Los, Raffi! Fadenschuss! Er macht einen Igel. Na, und? So, ich mach dich langsamer. So, naja, Zirkel wird hier nicht viel bringen. Komm, wir wechseln auf dieser Kloss. Autsch. Warum hast du mich gekratzt? Rankenhieb! Und mit einem Treffer besiegt. So muss das sein. Und Robberecht Level 6. So, ein Rettan. Das sieht mich relativ billig. Blöde Schlange. So, na warte. Komm, mach mal trotzdem Rankenhieb. Sieht ja doch einiges ab, auch wenn es nicht so effektiv ist als Silberblick. Lächerlich. Oh, ihr Tackle! Giftstachel. So, komm. Ja, nochmal Giftstachel, Egler. Und nochmal Tackle. Und gewonnen. Und Bisa-Knospe recht Level 21. Ah, eiskalt erwischt. Das kannst du laut sagen. So. Also ihr seht schon, Raupi braucht sehr wenig Erfahrungspunkte, dass es im Level aufsteigt. Ja, wieder nur noch 15, dann steigt es wieder ein Level auf, dann ist es schon Level 7. Also ich belasse es dabei. Ich will jetzt nur einen... Naja, Trankfirmen ist irgendwie auch blöd. Nee, ich kann auch einfach wieder zurückgehen. Bin ich dämlich. So, schwupps. Geh einfach ins Pokémon Center eben. Es ist ja unfair, dass man so oft nacheinander gegen die Trainer hier kämpfen soll. Also, das sehe ich nicht ein. So, bitte einmal heilen. Dankeschön. So, und tschüss. Gleich wieder zurück auf die Nuggetbrücke. Die macht im Namen eh alle ihre. Werdet ihr noch sehen. So. 1, 2, 3 und die 4. Ich bin Nummer 4. Bist du müde? Nein, im Gegenteil. Ich war gerade im Pokémon Center. Göreguna. Ein männliches Nidoran. Vorhin haben wir schon mal ein weibliches gesehen. Hier ist jetzt ein männliches. Es ist männlich. So, tauschen gleich mal aus. Topsy! Los, Topsy! Energiefuß! Wieder ran, männlich pumpt sich auf. Ja, schön. Windstoß! Schnabel! Ey, das ist eine Flugattacke und du hast gar keinen Schnabel. Das ist so blöd irgendwie. Na, egal. Windstoß! Silberblick! Du wirst mich doch veralbern. So, komm! Ruckzuckhieb! Und tschüss. So, Robberecht Level 7. Und Topserecht Level 18. So muss das sein. Jetzt kommt wieder ein weiblich. Das hätte ich mir denken können. Zuerst männliches, dann ein weibliches. Die sind natürlich unterschiedlich entwickeln. Windstoß. Vor allem, das sind die einzigen beiden Pokémon überhaupt, bei denen im Namen eben das Geschlecht noch angegeben wird, ne? Nidoran männlich, Nidoran weiblich. So. Bei allen anderen sieht man es an sich an Symbol, aber hier heißt, ist das der Name an sich Nidoran weiblich, Nidoran männlich. So, nochmal Windstoß und sei besiegt. Nein! Ach so, Heuler. Na warte. Ruckzuckhieb!
und gewonnen. Ich habe auch verloren. Tja, Pech gehabt. Hey, Robby entwickelt sich! Na bitte, was habe ich gesagt? Bereits auf Level 7 entwickelt sich ein Raupi weiter. Glückwunsch, dein Raupi wurde zu Safcon! Safcon erlernt Härtner. Hey, Tops entwickelt sich! Ey, wie geil! Zwei Pokémon entwickeln sich zur selben Zeit! Das habe ich auch noch nie gehabt. Geil! Super geil! Glückwunsch, dein Topsy wurde zu Tauboga! Ja, ist es denn die Möglichkeit? Hat sich mein Topsy jetzt endlich mal zu einem Tauboga weiterentwickelt und mein Raupi zu einem Safcon. So. Tauboga. Ist doch wesentlich cooler. Fähigkeit Adlerauge. Verhindert Verlust der Genauigkeit. Also bei dem würde zum Beispiel ein Sandhübel nicht springen. Sinkt seine Genauigkeit trotzdem nicht. Ja, ansonsten weiß gar nicht, wann das jetzt wieder eine neue Attacke lernt. Und hier Safcon. Fähigkeit Expidermis heilt durch Häutung. Das klingt ja ziemlich eklig, aber okay. Tja, wenn es jetzt noch drei Level aufsteigt, dieses Safcon, also wenn es Level 10 erreicht, dann entwickelt es sich nochmal weiter. Und deswegen lasse ich es auch noch drin. Ich bin Nummer 5, dich mache ich platt. Das glaubst aber auch nur du. Camper Ewald. Mit einem Mankey. Mit einem Mankey willst du mich besiegen? Ist ja lächerlich. Härtner. Ah, klasse, Überblick. Verteidigung von Safcon sinkt, Safcon setzt Härtner ein, Verteidigung von Safcon steigt, ne? Das nenne ich mal schwachsinnig. Kratzfurie. Au! Ei! Zweimal getroffen, wie fies. Na warte, Fadenschuss. Ja, ich bin ja hier mit Safcon, ist natürlich eindeutig noch unter Leib, ist eh klar, aber Initiative von Mankey sinkt. So, wir wechseln auf Tauboga, weil Flug-Pokémon auch stark gegen Kampf-Pokémon sind. So, wir sind sogar auf demselben Level. Fußkick. Oh! Bist du bescheuert? Windstoß! Aha! Überblick. Ich glaube eher nicht. Ruckzuck-Kick! Aha! Safcon erreicht Level 8. Das war zu vieles Guten. Das würde ich wohl auch meinen. So, ich glaube, jetzt kommt wieder dieser Knosp an die Spitze. So. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Alex erhält ein Nugget. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Nee, wirklich nicht. Komm schon, werde Mitglied. Nein! Ich empfehle dir, Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Was zum... Oh mein Gott! Ein Herausforderung von Team Rocket Rüppel. Das war ein verkleideter Team Rocket Rüppel, ey. Ist das fies. Na warte, los, Bisa-Knosp. Na, dir werde ich's zeigen. Schlaf, Bruder! So, Rettern ist eingeschlafen. So, Igelsamen. So, und nun Tackle! Ja, es schläft immer noch. Tja. Ist nicht mein Problem, im Gegenteil, ist seins. Schwupps, und wieder ein bisschen was abgezogen. So, und gleich noch ein Tackle hinterher. Ja, zeigen keine Erbarmen. Rettung ist aufgewacht, jetzt habe ich aber Angst. Wickel. Wie kannst du es wagen, mich zu umwickeln?
Oh, du bist gleich sowas von down. So, noch einmal. Tackle! Das war's für Rettan. So, entzaubert. Und Tackle. Blutsauger, ach komm. Wo willst du bei einem Pflanzen-Pokémon dein Blut finden? Das hat allerhöchstens Chlorophyll. Langhieb! Ah, ich weiß, es ist nicht sehr effektiv. Egal. Tackle ist leider auch nicht so der Bringer. Das müsste unbedingt mal was Neues lernen. So, komm, Tackle. Ha! Na bitte, Volltreffer. Und tschüssen. Ah, du bist gut. Ich weiß. Bei deinem Können wirst du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Denk darüber nach. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Dieses gottverdammte Team Rocket, ey, wenn ich die erwische... Ey, seht mal, was liegt denn hier rum? Alex findet Anziehung. TM45 habe ich gerade gefunden. Sehr geil. Gut, aber bevor ich hier weitergehe, gehe ich noch einmal zurück ins Pokémon Center, um mich zu heilen. Jetzt habe ich es ja geschafft. Vor allem wurde ich mit einem Nugget belohnt, das ist überhaupt das Allerbeste hier. Das kann man nämlich für richtig viel Geld wieder verkaufen und ich bin eh knapp bei Kasse. Weil ich ja letztens wieder was eingekauft habe. Ich meine, ich habe jetzt natürlich immer wieder ein bisschen was gekriegt, weil ich ja die Kämpfe hier gewonnen habe, aber wie viel habe ich jetzt eigentlich? Oh, okay, 3542 Punkte, das ist gar nicht mal so wenig. Okay, und schon über 2,5 Stunden Spielzeit. Na gut. So, ich gehe nochmal kurz in den Supermarkt. So, und jetzt gehe ich hier auf Verkaufen. Und ganz hier unten haben wir das Nugget. Ein Nugget aus purem Gold, das einen schimmernden Glanz besitzt. Es ist von großem Wert. Ich gebe dir 5000 Poké-Dollar! Bist du damit einverstanden? Na klar! Einfach nur geil. Ja, und diesen Mini-Pilz hier, ein kleiner und seltener Pilz, der seine Liebhaber hat, den hat mein Paras getragen, den habe ich ihm einfach abgenommen, aber 52 Pokémon, ne, komm, ist doch unnötig. Ansonsten brauche ich ja nichts verkaufen, mal nur wegen dem Nugget. Aber will ich was kaufen? Pokebälle habe ich gerade mal 5. Naja, ich glaube, bessere Bälle kriege ich auch in der nächsten Stadt noch nicht. Aber, naja, wenn ich jetzt wieder 5 kaufe, dann sind 1000 Pokédollar einfach so futsch. Ich kaufe einfach noch 2 weitere. So, noch 2 Pokébälle. Dann 3 Supertränke dafür. Kann man immer gut brauchen. Normale Tränke habe ich, dann gibt mir noch einen. So, dann gibt mir noch ein Gegengift. Und einen Paraheiler. So. Und gib mir noch 2x Schutz. So, das reicht. Tschüssi. Ja, komm bald wieder. Sowieso. Okay. Ach, ich mag die Musik von Azure City irgendwie total. Gut, na dann gehen wir noch da hinten weiter. Ich möchte ja gerne Bill besuchen, von dem ja schon so viel erzählt wird hier überall. So, jetzt werde ich erstmal... Schon. Ja, Bisoknospen wieder ganz vorne. Okay. Warte mal, ich will außerdem mal meine Items hier ein bisschen anordnen. So, Supertran kommt mal ganz nach oben. Flugzeil eher nach ganz unten. Und der Schutz, der kommt sogar noch über die Tränke drüber. Und der Beleber, der kommt hier so drunter. Der Mondstein, der kann auch weiter runter, kommt über das Flugzeil. Mini-Pilz kommt noch hier so hin. Okay. Ist mir ein bisschen lieber, ein bisschen aufgeräumter. So, ich möchte eigentlich gerne, dass sich Safcon nochmal entwickelt. Deswegen gebe ich es wieder an die erste Stelle. Ich glaube, hier, der Typ hier im Gras, der will auch gegen mich kämpfen. Ich habe deine Vorstellung aus dem Gras heraus beobachtet. Ach so? Hast du das? Schön für dich. So, Camper Kuno. Ich will der Kuno gerne Uno. So, Safcon. Farbenschuss. Hyperzahn. Autsch.
Das war fies. Aber es hat es überlebt. So, wirklich kämpfen, was soll ich denn damit tun? Bringt nicht viel. Erstmal, wenn ich meinen Kleinsten noch ein bisschen kämpfen lasse, das sollte auch etwas stärker werden. Das ist gerade mal auf Level 9. So. Tja, dumm für dich, dass Normalattacken gegen Gesteins-Pokémon sehr schwach sind. So, Tackle. Blutzahn. Ist doch dasselbe. Ja. Oh, Kleinsten schlägt zurück, wie fies. Ein Schlag. Es ist zurückgeschreckt. Warte, Tackle. Ein Volltreffer, na bitte. Mach nicht immer Routenschlag. Es macht immer nur Routenschlag. Kann es auch was anderes? Scheinbar nicht. Dann werde ich es mit Kleinsten besiegen. Los, komm. Nein, immer noch nicht. Ja klar, jetzt auf einmal Ruckzuck im Mund. Immer noch nicht sehr effektiv. Aha, ein Volltreffer. Hätte es vorhin aber auch sein können, hä? So. Sehr schön. Oh, Rattan. Schon wieder ein Rattan. Na, ich bleibe dabei. Jetzt habe ich aber Angst. Ah, mit dieser blöde Bedroher. Ich hasse das. Das heißt die Schutztrank. So. Was willst du tun? Ah, der Wickel geht daneben. So ein Trottel. Erstmal mit Einigler. Luftstachel. Giftattacken sind auch nicht sehr effektiv gegen Gesteins-Pokémon. So, Verteidigung von Kleinstein steigt. Und Tackle. Ach, das ist dieser blöde Wickel. Oh, nee. Also, das dauert mir aber zu lange. Nee, sorry, aber... Tauboga. Oh, oh, nee, ich kann ja nicht austauschen. Ah, ich bin so blöd. Ich kann jetzt nicht austauschen, weil Kleinstein ja von dem Wickel erfasst wurde. Ganz toll. Da kann ich jetzt nur mit Kleinstein weitermachen, bis es entweder besiegt wird oder bis der Wickel nachlässt oder bis Rattan besiegt ist. Bis... Hey, du willst mich beißen? Kleinstein schreckt zurück. Ich habe das ungute Gefühl, dass Kleinstein besiegt wird. Ja. Ha, Kleinstein wurde vom Wickel befreit. Ha! Glück im Unglück. So, Tauboga. So, Kleinstein kommt zurück. Los, Tauboga. Das hast du dir so gedacht, was? Giftstachel, na klar. Nein! Oh, du bist ein Arsch. Tauboga wurde vergiftet. Manu. Windstoß. Haha, Volltreffer. Was hast du jetzt davon? Und Kleinstein reicht Level 10. Ich habe halt doch nichts gesehen. Das glaube ich auch. Oh, na komm. Jetzt bin ich vergiftet, aber ich will mein Gegengift nicht verschwenden. Wisst ihr was? Ich werde den Part lieber beenden. Das sieht ja so furchtbar aus. Jeder glaubt man, das ist ein Grafikfehler, aber das stimmt nicht. Das ist wirklich so. Auch im Originalspiel. Wenn ein Pokémon vergiftet ist, dann wird das auch gleich mal so dargestellt. So. Alle geheilt. Sehr schön. Pokémon wieder topfit. Okay. Nee, ganz einfach. Da waren jetzt so viele Trainer und... Mal sehen. Im nächsten Part werde ich auf jeden Fall Bill besuchen und hoffentlich geht es sich dann auch noch aus, dass ich die Arena hier mache. Dass ich meinen zweiten Orden endlich bekomme. So, weil hier waren jetzt mal die ganzen Trainer auf der Nuggetbrücke. Der Rocket Rüppel und der Camper hier, aber hier drüben geht es noch weiter. Hier ist nämlich Route 25 und seht mal, hier stehen auch wieder ganz schön viele Trainer. Aber... Ich bleibe jetzt hier einfach stehen, werde speichern und im nächsten Part geht es dann hier auf dieser Route wieder weiter, wo ich die ganzen Trainer hier besiegen werde. Dann wird wenigstens mein Safcon im Level aufsteigen und sich dann hoffentlich noch ein weiteres Mal entwickeln. Also freue ich mich auf den nächsten Part. Tschüss!